And welcome back, folks! Welcome back to Let's Play Broken Sword: The Shadow of the Templars. Last time we solved the infamous gold puzzle and returned from Ireland with the gem. Ein großer blauer Edelstein. Yes, and I need to make a small correction and apology. Last time, in the last video, I claimed that in order to solve the gold puzzle, you actually need to double-click on the plow, which is in fact not true. Single-clicking suffices completely. And in fact, the puzzle isn't even unfair. However, its communication with the player is a bit poor, in the sense that the hints that the game gives you are very subtle. However, the game gives you hints, namely when you try to get down the hatch to the digging site and the goat runs you over, you can actually get up before the goat has completely returned to its original position, which clearly indicates, well, it doesn't clearly indicate, but it subtly indicates that this is actually one part of the solution of the puzzle. And when I tried to solve this puzzle rewatching my video, I simply discarded this too early. I discarded the possibility that this second way, that the one place where you can get knocked down by the goat actually is, has something to do with the puzzle. Okay. Now, so in other words, yeah. It's not the game's fault, it was my fault. I mean, the solution is logical. And if you are very careful, if you pay very careful attention to the hints the game provides you, then actually, the solution is completely straightforward. Okay, moving on. There are two places that we want to visit now, and this apology has lasted 3 minutes already. The Musikrühne and the police post. I think we should go to the police post first. Maybe we should actually let the people know that, well, we first of all know who the killer is, and yeah, I think they should. I mean, we have a photograph of the killer, and we know his name. Well, several names that he uses, and I think that's an information that the police might want to know about. Es ist Rousseau's Assistent, Sergent Mouet. Yeah, that is Sergent Mouet. Let's talk to him first. Entschuldigen Sie. Oh, Monsieur Stobar, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Das stimmt. Sie erinnern sich also an mich? Die Speicherung solcher Daten ist Teil meines Berufsbildes als Gendarme. Denn nur so bekämpft man Verbrechen wirksam. Durch die Beachtung aller Details, nicht durch Intuition. Ja, klar, sicher. I think your boss might have a different opinion on that. Haben Sie schon mal von einem Mann namens Marquet gehört? Ja. Früher war er bekannt als der Maulwurf von Montmartre. Ich habe gehört, man hat ihn ins Hospital geschafft. Wahrscheinlich war das einer seiner Rivalen. I bet it was Khan. In welches Hospital hat man Marquet eingeliefert? In die Aggenmeyer Klinik in der Avenue des Arisons. Okay, so we know that there are two factions at least. Khan and then, well, the faction of Professor Pegram. Warum hatte Marquet den Spitznamen Maulwurf vom Montmartre? Wahrscheinlich, weil er in Montmartre wohnte, vermute ich. Ja klar, aber warum Maulwurf? Keine Ahnung. Weil er seine Nachbarn den Rasen ruiniert hat? Unlikely. I would like to report an assault.
Ich möchte einen Überfall melden. Ja, Monsieur? Wo ist das Opfer? Ich selbst bin das Opfer. Ich wurde von ein paar Ganoven überfallen. Ah, ich verstehe. Und wo fand dieser angebliche Überfall statt? Vor dem Hotel Ubu. Sie haben mir aufgelauert, als ich das Hotel verließ und meine gesamten Taschen durchstöbert. Können Sie die Täter beschreiben, Monsieur? Der eine sah aus wie ein Gorilla, der andere wie ein Wiesel. Sie heißen Flapp und Guido. Bon. Diesmal schnappe ich sie mir. You know them? Was werden Sie mit Flapp und Guido machen, Sergeant? Ich werde sie am Kragen kriegen, Monsieur. Seit Jahren hoffe ich, dass ich dem sauberen Pärchen mal etwas nachweisen kann. Jetzt habe ich endlich meine Chance. Ich werde es Ihnen schon zeigen. Und dem Inspekteur auch. Danke, Sergeant. Danke, dass Sie mich ernst nehmen. Ich tue nur meine Pflicht, Monsieur. I'm positively surprised of you. I know who murdered Plantard. Kennen Sie jemanden namens Khan? So einen merkwürdig aussehenden Kerl mit einer Narbe auf der linken Wange. Nein, Monsieur. Besteht irgendeine Verbindung zwischen diesem Mann und dem Bombenanschlag auf das Café? Ja, ich glaube, er hat den Namen Khan benutzt, als er das Clownskostüm ausgeliehen hat. I think we in fact know this for a fact. Ist Rousseau hier? Ja, er ist da. Wollen Sie ihn sprechen? Yes, but not yet. Eigentlich nicht. First of all, I want to show you my inventory items, like this plastic nose that you are probably not interested in. Ich habe diese rote Pappnase in der Kanalisation gefunden. Was hatten Sie denn da unten zu suchen? Nach Hinweisen gefischt. Der Clown ist nach da unten verschwunden. Sie behaupten immer noch, Sie hätten einen Clown gesehen, Monsieur? Natürlich, und dieser Scherzartikel hier ist der Beweis. Sie werden schon etwas mehr als ein Stück Druckgussplastik brauchen, um Inspektor Rousseau zu überzeugen. Soll das etwa heißen, Sie wollen diese Nase nicht als Beweismittel sicherstellen? Genau, Monsieur. Ganz genau. And now I'm negatively surprised by you. Okay, I do have a picture showing the murderer. Would you be interested in that by any chance? Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Non, Monsieur. Das ist der Kerl, der die Bombe im Café gelegt hat, der Clown. Dieser Mann sieht aber überhaupt nicht wie ein Clown aus. Er hat natürlich die Theaterschminke und das Kostüm abgelegt. Dann gibt es keinerlei Indizien, die diesen Mann mit dem Anschlag in Verbindung bringen. Nichts? Schauen Sie sich doch bloß diese mörderischen Augen an. Kaum genug, um eine geschworene Jury zu überzeugen. Well, you could at least take the picture and then look for the guy. I mean, are you actually interested in solving this murder at all? I found this gem. Would you like to arrest me? Vielleicht doch nicht. Yeah, probably not. Because technically we stole it. I think you could say we stole it. I have this ID. Sagt Ihnen der Name Moalin irgendwas, Sergeant? Nichts. Überhaupt nichts, Monsieur. What do you say of this tool? Was glauben Sie, wozu benutzt man ein Werkzeug wie dieses hier, Sergeant Mouet? Das sieht aus wie ein Instrument, das man im Kreissaal verwendet, Monsieur. Mit Hilfsmitteln wie diesem hier gelang dem Täter die Flucht. Ich verstehe nicht ganz. Er öffnete damit einen Gully und verschwand in den Eingeweiden der Erde. Wenn Sie es sagen, Monsieur. You're not impressed, okay. Let me show you this bags, not the bags of matches, the match of boxes. The box of matches, that's what I want to say. Let me show this box of matches to you. Sagen Ihnen diese Streichhölzer etwas, Sergeant? Das ist ein schwedischer Zweireiher mit querliegender Bergmann-Reitfläche. Also, das ist ja wirklich außergewöhnlich. Ein Vorkriegs-Anderson-Gelenk. Was, wirklich? Ich habe noch nie einen verstärkten Anderson gesehen, der nicht in einer Privatsammlung gesteckt hätte. Sowas ist also selten, ja? In diesem Teil der Erde schon. Es gibt nur drei Orte, wo sie hergestellt werden. Taiwan, Manila und Slough. Hm.
Okay, now I'm really surprised by you. Let me show this plaster. Vielleicht doch nicht. Or not. Let me shake your hand. Möchten Sie mir die Hand schütteln, Sergeant? Nicht während ich noch im Dienst bin, Monsieur. Eine solche Geste könnte man leicht missdeuten. Good point. Okay. How about this dirty tissue? Erkennen Sie dieses schmutzige Stück Gewebe? Non, Monsieur, das tue ich nicht. Ich habe es in der Kanalisation gefunden. Vielleicht wäre es für uns alle besser, wenn Sie es auch wieder dorthin zurückbringen würden. Auf keinen Fall, das könnte ein wichtiges Indiz sein. Wenn Sie das sagen, Monsieur? Okay, let us talk ist Rousseau hier? Rousseau. Ja, er ist da. Wollen Sie ihn sprechen? Yes, I do. Ja, gerne. Einen Moment, Monsieur. Dieser Stoppard ist da und will Sie sehen, Monsieur. Hat er gesagt, was er will? Nein, Monsieur. In Ordnung. Hi, Inspektor. Erinnern Sie sich noch an mich? Aber selbstverständlich, Mr. Stobart. Mein Verstand ist ein sauber aufgeräumtes Lager von Erinnerungen. Ein geistiges Archivierungssystem, um das mich sogar unsere Bibliothek national beneidet. Keine Tricks, wohlgemerkt, Monsieur. Reine Übung. Genau wie unsere Muskeln durch Inaktivität schwinden, so verkalkt auch der Verstand. Dabei wäre das gar nicht nötig, wenn die Leute nur lernen würden, ihre kleinen grauen Zellen täglich ein wenig zu trainieren. Falls er mich damit beeindrucken wollte, dann hatte das absolut funktioniert. Er war aufgeblasen und herablassend, aber er hatte Stil. Eh bien, wenn es um den Bombenanschlag geht, dann kommen Sie zu spät. Die Untersuchung ist abgeschlossen. Aber man hat mir den Fall entzogen. Und was ist mit dem Mord, dem toten Kerl? Ich habe den Fall nicht mehr in der Hand. Okay, I think that there's a party involved here that doesn't necessarily would like the murder to be solved. Probably the faction of Khan. Let's go through the dialogue first. Haben Sie jemals von einem gewissen Marquis gehört? Jacques Marquis. Marquis? Den Namen kenne ich sehr gut. Er hat ein Vorstrafenregister mit Verdacht auf Erpressung, Kidnapping, Brandstiftung und Kunstdiebstahl. Ein Allround-Talent, wie? Wieso läuft er noch frei herum? Sein Draufgängertum wird nur noch von den Fähigkeiten seines Rechtsanwaltes übertroffen. So maybe Professor Pegram wanted to sell the gem on the black market. Haben Sie schon mal von Dr. Pegram, dem Archäologen, gehört? Molly Pegram? Der zweite Sohn von Lord Barclay Pegram? Keine Ahnung, ich habe nur in einer Zeitung etwas über ihn gelesen. So viel zum Thema wirksame Rehabilitation. Was hat er diesmal angestellt? Er hat in Irland einen bedeutenden archäologischen Fund gemacht. So he was a criminal before he became a professor? That's unusual, to say the least. Kennen Sie Pegram gut? Ich habe zwar gewisse Kontakte zu seiner Familie, aber von ihm selbst weiß ich so gut wie gar nichts. Ist Molly sein richtiger Name? Natürlich nicht. Das ist der Spitzname, den er in der Schule hatte. All seine Freunde und Bekannte kennen ihn als Molly. Wollen Sie nicht wissen, was ich über den Mörder herausgefunden habe? Ich habe Ihnen doch gesagt, Monsieur, dass der Fall abgeschlossen ist. Ich habe mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun. Dann muss ich meine Ermittlungen eben ohne Ihre Hilfe weiterführen. Auf keinen Fall. Vergessen Sie am besten alles über diesen Clown. Genießen Sie Ihre Zeit hier als ganz normaler Tourist, Stobart. I think we're too much involved in this case already. I was assaulted. Kennen Sie ein Halunkenpärchen namens Flapp und Guido? Ich kenne die beiden, seit sie von der Sonderschule geflogen sind. Guido ist ein widerlicher Kerl, aber Flapp ist das Gehirn dieser Partnerschaft. Wo haben Sie von den beiden gehört? Ich habe sie vor dem Hotel Ubu getroffen. And then the German, dubbing, they actually mixed up the names Flapp and Guido. I really hate that, well, or maybe they did that on purpose. I really hate it when, dubbing
is unprecise, or in fact, well, contradicts right out what they actually say on the screen. Okay. Haben Sie den Kerl identifizieren können, der in der Explosion umgekommen ist? Ich wusste schon vorher, wer er war. Ich habe gehört, der Name des Opfers sei Plantard. Ihre Quellen sind zuverlässig. Er war ein hohes Tier im Schatzamt, nicht wahr? Vielleicht hat man Ihnen den Fall deswegen abgenommen. Es tut mir leid, Monsieur, dazu kann ich keinen Kommentar abgeben. So you are a psychic. Was war das für eine Psychoermittlerschau, die Sie da im Café abgezogen haben? Ich vertrete die Theorie, dass die Leidenschaften und starken Gefühle, die bei Gewaltverbrechen auftreten, Wellen im Äther verursachen, die nur der Besitzer eines hochentwickelten und offenen Verstandes wahrnehmen kann. Ich bin beeindruckt. Können Sie auch Löffel verbiegen? Ich hätte nie gedacht, dass jemand von Ihrer offensichtlichen Intelligenz so tief sinkt, sich über ein ernstes Thema lustig zu machen. Ich mache mich nicht lustig. Ich hatte ein ganz persönliches Erlebnis mit der Kraft der Gedanken. Man hat mich früher auf allen Partys ignoriert, bis ich ein Buch gelesen habe, das mein ganzes Leben verändert hat. Wirklich? Welches? Erfolg durch Hypnose in Freundeskreis und Geschäftsleben. Er schaute mich an, als hätte ich auf einer Begräbnisfeier gepupst. Der Mesmerismus, auch Hypnose genannt, ist eine seltene Gabe, kein Partygag. I think he definitely takes this serious. Sie werden doch nicht versuchen, mich mit diesem Psychogramm zu verhören. Finden Sie die Vorstellung, dass ich mich durch Ihre Gedanken taste, denn so abstoßend? Sagen wir mal, es wäre mir lieber, wenn Sie es unterließen. Ich habe mehr Zweifel als der ungläubige Thomas, wenn es um das Übersinnliche geht. Sehr bedauerlich. Ich glaube nämlich, Sie wären ein höchst interessantes Versuchsobjekt für eine kontrollierte Rückführung. Für den Tag, an dem ich irgendjemanden mit meinem Verstand rumfuschen lasse, ist noch kein Kalender gedruckt. Sagt Ihnen diese rote Nase irgendwas? Ich könnte mir vorstellen, dass sie bedeutet, dass Sie Ihre Verfolgung des Clowns immer noch nicht aufgegeben haben. Da haben Sie absolut recht. I have a picture of the murderer. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto wieder? No. Das ist das Gesicht eines Mörders. Der Mann, der die Bombe im Café gelegt hat? Dieses Foto ist kurz nach der Explosion gemacht worden. Er ist durch die Kanalisation entkommen, aber er hat eine ganze Reihe von Spuren hinterlassen. Reine Indizien, Stobart. Nichts davon ist ein schlüssiger Beweis. Was halten Sie davon, Inspektor? Erstaunlich. Wie kommen Sie an einen solchen Stein? Ein Mann in einem irischen Pub hat ihn mir gegeben. Erkennen Sie den Juwel wieder? Er ist mir völlig unbekannt. Wenn so ein Juwel gestohlen worden wäre, würde ich bestimmt davon wissen. Okay, I'm surprised that George actually showed the jewel to him. I don't think it makes much sense to show the rest of this inventory to the inspector. Bis dann, Inspektor. So when we come back, folks, we will go and visit the Musée Grün. And afterwards, go to the hospital. So until next time, folks, until then.